300 Meilen nördlich von Jerusalem führt die Pilgerstraße durch Ma'arat an-Numan. Diese kleine Stadt wurde im Winter des Jahres 1098 von Kannibalen überfallen. Von Männern, die 2000 Meilen marschiert waren, um Gutes zu tun, im Namen Christi. In Ma'arat kochten unsere Truppen die erwachsenen Heiden in Kochtöpfen. Sie spießen Kinder auf Lanzen und verschlangen sie gebraten. Das war der erste Kreuzzug. Was hat aus den Kreuzfahrern solche Monster gemacht? Suchen wir die Antwort auf diese Frage zunächst mal in Konstantinopel. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, Constantinople. Why did Constantinople get the worst? That's no. Warum die Stadt heute Istanbul und nicht mehr Konstantinopel heißt, ist wirklich nur noch Sache der Türken. Aber vor 900 Jahren war dies die Hauptstadt des römischen Weltreichs. Ihr lateinischer Name war Byzantium. Nicht, dass man hier Latein gesprochen hätte. Es war eine griechische Stadt und man nannte sie Konstantinopolis. Heute heißt sie natürlich nach den griechischen Wörtern für in der Stadt Istanbulis, Istanbul. Und jeder denkt, das sei türkisch. Kein Wunder, dass sie so byzantinisch wirkt. Wie auch immer, worauf es ankommt, ist, dass der damalige Kaiser von Konstantinopel, Byzanz oder Istanbulis, der übrigens Alexios Komnenos hieß, sich im Grabe umdrehen würde, wenn er diese Minarette sehe. Er verbrachte nämlich sein ganzes Leben damit, dieses großartige christliche Bollwerk gegen die Moslems zu verteidigen. Die Türken waren kriegerische Nomaden aus Zentralasien, die erst vor kurzem zum Islam konvertiert und in den Nahen Osten und Teile des Reiches von Alexios eingefallen waren. 20 Jahre später wollte Alexios sie wieder verjagen.